Schalömmchen, Freunde! Schalömmchen, Freunde, und willkommen zu den E-Scooter News am Sonntag. Ich glaube, die sechste mittlerweile schon. Keine Ahnung, ich irgendwie, kann irgendwie so. Heute haben wir ein paar erfreuliche Nachrichten und welche, die nicht so erfreulich sind. Die Frage ist aber immer, wo fängt man an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit den erfreulichen Nachrichten an, damit die Leute schon mal gut reinstarten. Ihr habt es gesehen, Freunde, iHawk Elite X hat eine Zulassung bekommen. Eintrag ins KBA-Register wurde erteilt. Wir sind auch schon einige Kilometer mit dem Teil gefahren. Geiles Ding, macht Spaß. Aber was ist daran so erfreulich? Das erklärt Ihnen nun unser Korrespondent. Willst du mich? Ja, wir haben keinen anderen. Oder? Ach, okay. Ja, ich habe da schon tatsächlich ein kurzes Video drüber gemacht. Und das kann in der E-Scooter-Szene in Deutschland halt wirklich alles verändern. Viele haben sich gefragt, was verändert sich denn? Ja, wenn du 500 Watt gegen 2.000 Watt vergleichst, sind das schon mal Welten. Und die Leute, die auf E-Scooter sowieso aufspringen, sage ich mal, die tun es meistens, weil es Spaß macht und erst recht, wenn man es tunen kann. Und da ist der Elite X dann wirklich Vorreiter. Und wenn man den Elite X so tunen kann, wie zum Beispiel den Legacy 2 oder den Legacy 1, sagen wir mal, der konnte ja 40, dann schafft er so 50, 60 km/h, ja. Und das echt ordentlich. Und warum sollte dann ein E-Scooter-Hersteller dann nicht, sagen wir mal, auch wenn sie zum Single-Motor bleiben, nicht einfach 1000 Watt-Motor hinten reinbauen? Ja. Das ist ja auch möglich. Und das verändert natürlich wirklich die komplette den ganzen Aufbau von, ja, von E-Scootern. Das ist quasi jetzt ein Präzedenzfall wurde geschaffen, auf den sich jetzt vermutlich alle anderen E-Scooter-Hersteller in Zukunft berufen werden. Bedeutet, Helio 2.0 zweimal 1000 Watt als Beispiel. Keine Ahnung, ob es so ist, aber wenn ich jetzt Trittbrett wäre, dann würde, ja, ich gucken, dass ich auch zweimal 1000 Watt mache. Weil ich würde dann denken, ey, würde zum KBA gehen oder zum TÜV sagen, Alter, die durften es auch, warum dürfen wir das nicht? Ja. Und das ist das Geile, warum wir da die ganze Zeit so gehypt drauf waren. Und natürlich sind jetzt alle Vorbesteller beruhigt, wir auch. Wir haben da selber teilweise schon gegen Ende auch ein bisschen dran gezweifelt. Aber gab ja anscheinend keinen Grund dazu, also alles gut. Bleiben wir, würde ich mal sagen, beim Thema iHawk. Und ja, am Freitag kam ein Video raus, das war nicht so fröhlich, das war vom Sascha Arndt selber. Und darin ging es um die ganze Brandgeschichte. Wir haben damals ja mit iHawk schon gesprochen, als die ganze Brandsache aktuell war. Wir haben sogar am selben Abend auch noch mit dem telefoniert gehabt und so weiter. Und auch wenn wir das in der Öffentlichkeit jetzt nicht so gesagt haben, es wurde eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es sich um einen Brandanschlag handelte. Und anscheinend sind jetzt Drohungen gegen die Firma iHawk aufgetaucht oder gegen die Mitarbeiter selber. Wenn wir da genauere Informationen haben, die wir auch weiter verbreiten dürfen, dann geben wir die natürlich. Aktuell beziehen wir uns allerdings nur auf das Video, was Sascha Arndt da hochgeladen hat bei sich auf dem Kanal, auf dem iHawk-Kanal. Da drin wurde gesagt, dass quasi ja, ein zweiter Brandanschlag geplant ist. Da haben sie wohl irgendeine Drohung bekommen und teilweise, so wie ich das mitbekommen habe, sogar Drohungen gegen die einzelnen Personen selber. Und das ist natürlich komplett bescheuert. Also bei aller Liebe, bei aller berechtigter Kritik, die man gegenüber iHawk haben kann. Ja, die haben viel Scheiße gebaut. Zum Beispiel haben sie gesagt, die machen jetzt jeden Tag ein Update-Video. Das haben sie schon öfter gesagt, im Endeffekt kam nichts. Aber egal, was die da gemacht haben, das ist kein Grund, den Laden abzufackeln und die Leute zu bedrohen. Ja. Also das ist schon wirklich, das ist schon eins der dämlichsten Sachen, die ich seit langem gehört habe. Hast du eigentlich mitgekriegt mit dem Hashtag Lügenhawk? Ja, ja. Das ist auch lustig, was das für ein Ausmaß hat. Ja, ich meine, an sich, über die ABE haben sie ja nicht gelogen. Ihr wisst selber, die ABE ist jetzt durch. Naja, bleibt abzuwarten. Wir hoffen einfach, dass diese Drohungen einfach wirklich nur leere Drohungen sind. Ja, dass irgendein richtig Tour war und fertig und, aus. Und ja, dass da nicht wirklich was passiert, weil das wünscht man einfach wirklich gar keinem. Und ist auch einfach richtig dumm. Warum sollte man das machen? Das ist einfach nur komplett dämlich. Das ist wirklich absolut dämlich. Naja, genug von iHawk. Oder haben wir noch von iHawk? Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Aber das nächste Thema ist nicht besser. Aber wir haben noch was anderes. Ich habe nämlich noch eine gute Nachricht und das ist der Yoyo S5 ist wieder. Ach so, ja, das stimmt. Ja, haben wir ein Video drüber gemacht, den könnt ihr jetzt wieder kaufen. Der wurde verbessert, das Display wurde verbessert. Problem daran ist, das Tuning funktioniert nicht so. Wir werden nochmal ein Tuning-Video machen, aber wenn wir nochmal einen kleinen Disclaimer einbauen, die Modelle, die ihr jetzt kauft, von dem Yoyo S05 Offroad, die kann man nicht mehr so leicht tunen. Aber da haben wir vielleicht auch einen anderen noch eine Lösung mehr. Ja. Im Tuning-Video darüber. Genau. Wichtige Info für die, die den jetzt nicht haben oder die das Teil von Anfang an da quasi gekauft hatten und vielleicht auch die falsche Version hatten, die man schneller machen kann. Wir haben gehört, dass sich das Teil bei 50 Kilometer selbst zerstört. Und ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht, werden wir natürlich noch herausfinden.
Allerdings, falls ihr davon betroffen seid, schreibt einfach Jojo eine Mail und ihr bekommt sofort ein neues Display. Die sind da relativ fix und ja, Support bei denen ist super. Ja, genau. Noch eine freundliche Nachricht ist der Segway. GT1D hat tatsächlich schon in der Beta-Version sein Update bekommen. Der fährt endlich seine 22 km. Hat ja auch nur ein Jahr gedauert. Ja, aber wirklich. Aber nur in der Beta, soweit ich jetzt weiß. Aber ich hoffe, man hat das relativ fix auch für die anderen User funktioniert. Weil dann, ich bin mal gespannt, wie das Ansprechverhalten dann ist. Ob der sich vielleicht auch noch was getan hat. Ja. Problem ist, wir haben nun GT1. Ob wir den noch umgebaut. Zurückbauen, ist die Frage. Das war schon wirklich ein Akt. Das war echt ein Akt. War echt ein Akt. Aber müssen wir schauen, aber... Wir haben auch ein paar Leute, die haben GT1D und da seid ihr gefragt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ist das Ansprechverhalten jetzt anders? Ich meine, solange ihr in der Beta-Version seid. Und fährt der wirklich jetzt seine 22 km GPS gemessen? Und wie sieht es mit der Peakleistung aus? Ich glaube, die ist tatsächlich auch ein bisschen höher geworden. Und dann, wenn ihr wirklich Ansprechverhalten mit 22 km/h und vielleicht noch die Peakleistung erhöht ist, ist dann möglich ein kompletter Kaufempfehlgerät. Ja, dann kannst du den schon in denselben Topf wie die Hilde und den Elite X werfen. Tatsächlich. Naja, auf jeden Fall, das sind schon mal gute News, auch wenn die ziemlich spät leider kommen, weil Ninebot hatte die Sachen ja schon im letzten Jahr für den April und so weiter angekündigt. Deswegen ein bisschen schwach, aber besser spät als nie. Jetzt kommen natürlich die News, auf die alle gewartet haben, die wahrscheinlich auch im Titel stehen. Und das finde ich wieder, boah, da könnte ich schon wieder dreimal im Strahl kotzen, mich umdrehen und nochmal kotzen. Weil, warum? Es geht nämlich um die DVG, die in Düsseldorf, in Dortmund und in Duisburg Züge betreiben. Und da gilt ab 1.3. ein E-Scooter-Verbot. Wo ich mir denke, warum? Ja, es wird immer so getan, als ob die Leute sollen eher auf ihr Auto verzichten. Die sollen mehr elektrisch unterwegs sein und so weiter und so fort. Lass dein Auto doch einfach mal stehen. Aber ey, nee, dein E-Scooter, den kannst du nicht mitnehmen. Den hast du jetzt umsonst gekauft. Also uns betrifft es halt gar nicht. Allerdings haben wir ja vor kurzem eine Umfrage gemacht, bei der rauskam, dass über 80% der hier Zuschauer, also der Leute, die hier zuschauen, ihren E-Scooter für den Arbeitsweg benutzen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt euch jetzt einen teuren E-Scooter gekauft, so habt ihr lange drauf gespart, so habt ihr euch geholt, wohnt in Dortmund, müsst dann immer mit der Bahn irgendwo hinfahren, fahrt von da mit dem E-Scooter weiter und am 1.3. ist einfach Schluss damit. Könnt ihr den E-Scooter verkaufen, könnt ihr wieder laufen oder was? Ja. Ja, hättet ihr euch ein E-Bike mal gekauft, ne? Also ich meine, die E-Bikes, die funktionieren ja komplett anders als E-Scooter. Die haben ja nichts mit E-Scootern zu tun. Ich meine, da in den E-Bikes, da ist ja auch ein ganz anderer Akku drin. Ich meine, so ein anderer Akku halt, der besteht zwar aus den gleichen Materialien und ist eigentlich genau der gleiche, aber ey, nee, das ist ein E-Bike. Der ist anders geformt vielleicht. Ja. Und der hat nicht 4 in Reihe, sondern vielleicht, oder nicht 6 in Reihe, sondern nur 4. Vielleicht ist der auch einfach gelb angemalt. Ich vielleicht weiß auch noch 36 Volt. Also, die Argumentation, dann sollte man doch sagen, E-Bikes dürfen auch nicht mehr rein und ja, es ist einfach ziemlich dämlich und ziemlich schade. Und schade eigentlich. Weil das drängt diese ganze E-Scooter-Sache wieder leider ein ganzes Stück zurück. Auch wenn ihr da draußen vielleicht nicht davon betroffen seid, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich das jetzt angucken und sich denken, verkackt. Ja, und es gibt auch viele Leute, die wirklich aus dem Ruhrgebiet kommen, die auch uns zuschauen. In Hamburg haben wir das schon durchbekommen, haben die einfach durchgezogen. Da wird die Hochbahn schon nämlich beteiligt. Hamburg hat es schon gemacht. E-Scooter dürfen nicht mehr mitgenommen werden. Und jetzt zieht wohl die DVG mit. Ich finde das absolut dämlich, weil die meisten Scooter, ich sag mal zu 80%, ja, die ich so sehe, sind eigentlich eher 1S, Nineboard, die relativ klein sind. Ja. Und wenn du die zuklappst, nehmen die keinen Platz weg oder kaum. Oder deutlich weniger als ein Fahrrad. Ja, das und ist wieder, fand ich, warum das so Gebärsche gegen E-Scooter sein muss. Warum? Ja, und explodieren tun die eigentlich auch eher selten. Ich meine, ich habe letztes Mal auch irgendwo gelesen, dass man die E-Bike-Akkus, falls die explodieren sollte, schneller wegschmeißen kann. Aber so ein scheiß E-Scooter kannst du auch wegschmeißen. Du kannst einfach den ganzen E-Scooter aus dem Auto rausschmeißen. Ja. Das ist kompletter Schwachsinn. Also, so ein E-Bike-Akku, wie sich den da rausgeholt hat, mit Schlüssel rein, umgedreht und vor allem packt den mal an, wie soll das funktionieren? Das ist Bullshit, Freunde. Kann man einfach nicht schönreden. Wir haben eine Menge E-Bikes am Start, wir haben eine Menge E-Scooter am Start und ich behaupte mal, wenn eins von den beiden Sachen jetzt hier in der Wohnung stehen würde und es würde anfangen zu brennen, dann wäre der E-Scooter deutlich schneller in einem gesicherten Bereich. Übrigens wollte man auch noch ein Video darüber machen. Wir haben tatsächlich vor kurzem noch ein Video gesehen, wo wirklich ein E-Scooter in der Wohnung explodiert. Ja. Und da seid ihr auch mal gefragt, ist euch das, ja, sollen wir mal ein Infovideo darüber machen? Da gibt es ein lustiges Video, das heißt lustig, ein realitätsnahes Video, wie so ein E-Scooter in der Wohnung hochgeht und was da auch passiert.
Wäre auf jeden Fall eine interessante Sache, könnten wir machen. Da könnten wir uns natürlich noch eine Expertenmeinung einholen und vielleicht den ein oder anderen Test für euch durchführen lassen. Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich glaube, das war's schon mit den E-Scooter am Sonntag für die 6. Folge oder so. Ja, wir hoffen, die nächsten werden erfreulicher. Also, wir können festhalten, Positives an dieser Folge. IORC hat es endlich geschafft, die haben die ABE und damit ist der Elite X momentan das Krasseste, was man so auf dem deutschen Markt kaufen kann. Ja. Die schlechte Nachricht daran ist, das hat irgendjemandem nicht gefallen und jetzt will er alle bei IORC umbringen. Ja, gute Nachricht ist, Ninebot hat 22 km/h Update rausgehauen. Schlechte Nachricht ist, die 22 km/h werdet ihr auch brauchen, weil mit dem Zug dürft ihr nicht mehr fahren. Also es ist, ja, nicht so geil heute leider. Und den Jojo nicht vergessen. Der Jojo ist, ja, ist auch so eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, er ist wieder verfügbar. Die schlechte Nachricht ist, man kann ihn nicht mehr tunen, so einfach. Also ihr seht, heute ist ein Auf und Ab, Freunde. Naja. Aber trotzdem, ich würde sagen, das war es erstmal für die E-Scooter-News am Sonntag. Danke fürs Zusehen und nochmal ein Shout an einen Music-Fan, der jetzt mittlerweile schon 1000 Kommentare geschrieben hat, wo er sein VMAX VX4 ja, promoted. Also wirklich, du hast Durchhaltevermögen. Ich habe letztens auch gesehen, unter irgendwelchen Videos von irgendwelchen Leuten, die 3 Aufrufe haben, der Musikfan und der Bernd auch immer. Aber der Musikfan ist am Start und der steht der für seinen VMAX. VX4, bestes Gerät der ever. Letztens auch. Wir haben Tauziehen gemacht, Elite X gegen Hilde und der, ne, Elite X gegen Kukirin G3 Pro und alles, ja, mögliche. Und er schreibt, nein, der einzig wahre Sieger wäre der VX4 gewesen. Der hätte zwar gar keine Chance gehabt, aber der Musikfan ist der anderer Meinung. Der VX4 hätte alle abgezogen gleichzeitig. Ja, und das ist doch auch mal wieder geil, Freunde. Ja. Manche, solche Leute muss es auch geben, die einfach begeistert sind von ihren Produkten. Danke fürs Zusehen. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder, wenn wir draußen mit den Geräten rumfahren. Wir haben eine Menge draußen Videos gedreht. Also nächste Mal, wir könnten sagen, nächste Woche, womit sollen wir starten? Ich denke mal Elite X. Elite X und danach, was machen wir dann? Vielleicht noch Offroad vielleicht. Elite X. Ja. Und danach vielleicht noch ein Elite X. Elite X vielleicht, okay, ja. Freunde, keine Sorge, die Hilde ist auch mal dabei. Aber ihr habt uns so zugespammt mit euren Elite X-Kommentaren. Deswegen kommen jetzt erstmal ein paar Elite X-Videos hintereinander. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Abonniert gerne den Kanal und schaut auch gerne beim Elite X vorbei. Keine Ahnung. Falls ihr den kaufen wollt, nehmt natürlich unseren Code, guckt in der Beschreibung. Kriegt der Fofi günstiger. Sogar als bei IORC selber, aber dürft ihr den nicht verraten. Ne? Ganz ruhig. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.